Entdeckt, entdeckt. Radio Oberösterreich. Sucht das Besondere. Seit Mitte März gibt es ja keine Reisen mehr und die Reisebranche steht still. Alle fragen sich, wann und wie geht es weiter. Nicht nur bei den Fluglinien und Reisebüros, sondern auch bei den Busunternehmen. Die Hoffnung besteht, dass es zumindest eine halbwegs normale Herbstsaison zumindest geben könnte. Die Zeit bis dahin, die wird genutzt, wie unser Reporter Christian Schwarz in Altenberg Berlins festgestellt hat. Und auch was Besonderes hat er herausgefunden. Also ich muss zugeben, mein Auto, das ist ja schon relativ dreckig und staubig, aber schaue ich mir die 7 Reisebusse von Regina Neubauer, Geschäftsführerin eines Busunternehmens in Altenberg bei Linz an, dann sind die wirklich tipptopp beieinander und der Lack glänzt. Sie haben die Stehzeit jetzt genutzt, um ihre Reisebusse herzurichten. Wir hatten jetzt 7 Wochen Zeit, um unsere Autobusse innen und außen zu pflegen, zu warten, zu polieren, zu putzen. Und wenn ich jetzt so einen Blick in den Bus reinwerfe, fällt mir als erstes auf, man hat relativ viel Sitzabstand, man kann es sich bequem machen. Was gehört sonst noch zum Komfort eines modernen Reisebusses dazu? Unsere Busse sind selbstverständlich mit einem 4-Sterne Sitzabstand ausgestattet. Wir haben Kaffeeautomaten im Bus, alle sind mit Toilette, Klimaanlage selbstverständlich ausgerüstet. Wir haben auch technisch aufgerüstet mit Abstandsregelautomat, mit Euro 6 Motoren, das sind besonders umweltfreundliche Motoren. Und auf Höhe der dritten Sitzreihe, da fällt mir auf, da ist eben auf Höhe der Sitzreihe eine eigene Tür eingebaut. Wenn man die aufmacht, kommt unten auch noch eine Plattform heraus und damit wird es ermöglicht, auch Menschen im Rollstuhl mitzufahren. Diese Hublifte haben eine Nutzlast von 300 Kilo, das heißt Gäste, die auch im E-Rolli sitzen, können gern bei uns einsteigen. Wir haben im Innenfahrgastraum Flugzeugschienen angebracht, damit diese Rollstühle gut fixiert werden können. Die Sitzreihen können Sie leicht adaptieren, je nachdem, wie viele Menschen Sie mit Rollstuhl oder Gehbehinderung mitnehmen. Wir entfernen die Sitzreihen im Innenfahrgastraum, damit wir bis zu 6 Rollstühle fixieren können. In Altenberg bei Linz sitzt also eines der wenigen Busunternehmen aus Österreich, das auch Menschen im Rollstuhl oder mit Gehbehinderung ermöglicht, eine Busreise zu unternehmen, wenn es denn die Umstände wieder erlauben. Das ist was Besonderes, danke. Radio Oberösterreich sucht das Besondere.